Mir gefällt in Oberndorf, dass das eine gute Mischung ist zwischen Stadt und trotzdem Natur und Landleben, dass man die Möglichkeit hat, bei uns im Ort alles zu erledigen, was man möchte. Und trotzdem, wenn man einfach weg will von dem Stadtleben, immer eine Möglichkeit hat, irgendwo den Ruhepol, Salzachdamm zum Beispiel oder Mariabühl, dass man da einfach mal wegkommt von dem ganzen Stadtleben und die Möglichkeit hat, für sich zu sein. Mir ist wichtig, dass in Oberndorf, dass das so schön bleibt, wie es jetzt ist. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ich bin da geboren und da aufgewachsen. Und ich möchte das auch für alle zukünftigen Kinder und Jugendliche in Oberndorf, dass denen genauso geht wie mir, dass man einfach Oberndorf als Heimat bezeichnen kann und dass das halt einfach so bleibt. Weil ich einfach der Meinung bin, es braucht auch ein paar junge Leute, die sich einbringen. Und ich fühle mich beim Georg dann einfach ernst genommen, auch mit meinen Anliegen. Wenn ich irgendwas vorschlage, der Georg nimmt das ernst, er hört da gut zu. Und ja, ich denke, es braucht ein paar junge Leute auch, damit man was bewegen kann in Oberndorf. Der Georg soll Bürgermeister werden, weil er einfach in seiner Jugend nur die Power hat, was zu ändern. Er verspricht nichts, wo er weiß, er kann es nicht halten. Er setzt sich aber dafür ein, dass jeder Bürger ernst genommen wird und versucht dann, die Sachen umzusetzen. Und da finde ich einfach, ist der Georg der beste Kandidat und auch der beste Bürgermeister, den wir haben konnten. Alle, ganz wichtig, nehmt euch am 10. März Zeit, geht zur Wahl, nutzt eure Stimmen, wählt Georg zum Bürgermeister und wählt das Team Ja zu Oberndorf, damit wir alle gemeinsam das kriegen, was wir alle wollen.